schon mal über. Also es sind 3 bis 4 Wochen her, bis ich den letzten Part gemacht habe. Also ich kann mich jetzt etwas anders anhören. Egal. Warum seid ihr nicht unterwegs, um das Team von Lollipop zu jagen? Du hast leicht reden. Das ist zu viel für uns. Es heißt, das Team von Lollipop sei schon sehr weit weg. Wir könnten es jetzt höchstens bis zur Lapishöhle schaffen. Ich war auch an der Jagd beteiligt. Aber sie flohen zum Feuerberg. Nichts in der Welt könnte mich dahin bringen. Und da habe ich ihre Spur verloren. Ich bin von Typ Pflanze, wisst ihr. Feuer und ich, das geht gar nicht. Ich weiß nicht, was danach aus dem Team von Lollipop wurde. Aber wie diese Flüchtlinge werden, wenn sich überlegt, dass sie ihr Leben auf dem Feuerberg riskieren, die sind ziemlich zäh geworden. Da kann man nicht mithalten. Ha 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 ha. Kekeke, was seid ihr doch nur für Weichwärts? Du bist ein richtiges Großmaul. Das war's mit meinem Team Gengar. Ihr hängt hier nur auf dem Pokémon-Platz herum und lehnt euch zurück. Macht auch immer mit. Haltet uns da raus, Keke. Unsere Aufgabe ist es, am Ende von Lollipop zu erfahren. Vom Ende von Lollipop zu erfahren und das vor 200 weiterzugeben, Keke. Ich kann nicht mal lesen. Du spielst sich vielleicht aus. Ach du meine Güte, ach je, ach je. Militaris, was ist los? Lollipop, Lollipop. Ja, endlich. Endlich sind wir Lollipop los. Nein, im Gegenteil. Lollipop ist zurück. Kekeke, was sagst du da? Also jetzt wird's langweilig. Da drüben. Lollipop. Wir sind zurück. Hallo Leute, wir sind wieder zurück. Puh, endlich sind wir wieder hier. Wir waren sehr lange fort. Irgendwie weckt dieser Platz nostalgische Erinnerungen in mir, Lollipop. Hey, Fussel. Ach, du bist es, Gengar. Ist ja eine Weile her. Keke, was soll diese unverschämte Selbstsicherheit? Gehält vielleicht. Gengar, alles, was du gesagt hast, war falsch. Lollipop hatte gar nicht mit der Sache zu tun. Lollipop traf keine Schuld. Okay. Was? Ist das wahr? Ja, wir haben Volnonna gefunden und nachgefragt. Wir haben einfach mal ein legendäres Pokémon gefunden, also in diesem Spiel haben wir nachgefragt. Also so einfach geht das. Ja. Lollipop ist nicht der Mensch aus der Legende. Wir sind zurückgekommen, weil wir die Wahrheit herausgefunden haben. Okay. Keke, Moment mal. Man kann dir nicht trauen. Wenn du so eine Behauptung aufstellst, dann musst du das beweisen. Beweisen? Ja, ganz genau. Klar hat Beweise, Alter. Voll konkrete Beweise. Lass uns Beweise sehen. Na los, wird's bald? Beweise? Wir haben keine Beweise. Keke, ist so schade, dass du nicht beweisen kannst. Aber schön, dass du hergekommen bist. Schön blöd. Das erleichtert uns die Arbeit. So, meine Pokémon, das ist eure Chance, Lollipop loszuwerden. Was ist los? Keke? Was habt ihr denn? Wollt ihr wohl überhaupt nicht loswerden? Ich? Ich habe immer an Lollipop geglaubt. Ich schon mein Herz, ja. Auf dich falle ich nicht herein. Okay. Ich bin draußen. Das Team von Lollipop hat mich gerettet. Ich habe mich nur schweren Herzens an der Jagd beteiligt und nur, weil du so darauf bestanden hast. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Lollipop wirklich so böse sein soll. Okay. Ich habe auch genug gehört. Ich glaube, Lollipop. Wie genug? Wie groß die Beweise? Leute. Extra Neuigkeiten. Nur 4 Zettel. Ja, genau. Die liegen auf dem Blatt. Guck mal, die liegen wie so Tetrapack. Scheinbar ein Tetrapack ist das nicht. Okay, ich lese erstmal vor. Also, hier steht: Pokémon Zeitung, Extra Blatt, Lollipop unschuldig. Lollipop traf wohl noch unter dem wachsamen Auge von Diebdala.
und konnte beweisen, dass keine Verbindung zu den Menschen aus der Legende besteht. Daraus gibt sich, dass Gengars Behauptung hinterhältige und böse Verleumdung hat worden. Ende. Was du dreckiger Fischkopf! Hier geht nichts wie weg hier. Halt, du Lügner, du hast uns betrogen. Natürlich noch Raupi bleibt da. Und Absol ist eigentlich nur in der Seite. Aber Absol sieht hier voll geil aus. Willkommen zurück, also nicht. Na, egal. Ja, es tut gut, wieder hier zu sein. Wir sind zurück, wie versprochen. Ich bin so froh, dass Lollipop nicht mehr unter Verdacht steht. Oh ja, ich bin auch froh. Nun müssen wir vor niemanden mehr davon laufen. Lollipop, wir sind beide müde. Ich gehe und lege mich schlafen. Morgen rufen wir unser Retterteam wieder ins Leben zurück. Auf geht's! Versuchen wir unser Bestes. Und ich nehme Absol jetzt immer mit, denn, ja. Früher habe ich mein, Dings Fehler gemacht, dass ich Absol nie mitgenommen habe. Also zu Retterteams, also zu Missionen. Da wurde der immer schwach. Jetzt ist er in meinem Level, also level ich den auch ein bisschen mit und ja. Hast du geschlafen? Hey, hast du gut geschlafen? Sehr gut, wir können wieder als Retterteam arbeiten. Flap, flap. Flap, flap. Bam, bam, bam. Hier, sieh mal, Pilipa, bringt uns bereits wieder Post. Versuchen wir unser Bestes, so wie ich es neulich getan habe. Jetzt liest auch mal die Zeitung durch. Wir haben einen Brief von Pilipa. Lesen, das ist cool. Hey, super, dass du zurück bist. Ich bringe dir wieder die Post. Ich habe dich schon mal voll bepackten Schnabel erwartet. Demnächst gibt es wieder jede Menge Post. Also sei bereit. Pilipa, der wandernde Briefträger. Kennt ihr noch den Brief früher, den ihr uns gegeben habt? Das waren noch geile Zeiten. Ja, lagern. Hast du Pech, wenn du zu müde bist, um aufzustehen? Halt's Maul. Okay, aber ich helfe dir nicht. Absol. Zum Team. Was ist nur los? Also hier kann man zu den verschiedenen Freunden, die man gesammelt hat, je nachdem. Zum Beispiel hier sind 0, aber ich kann welche vom Typ Feuer, zum Beispiel jetzt, ja, wenn die Bock haben auf Freunde, also zum Freund zu werden, dann ja. Ich mach mal zuerst, okay. Ich mach zuerst Donnerbeck, dann kriegt man mehr Punkte. Zuerst muss ich natürlich mein Geld lagern, was auch sonst. Bitte verzeih mir kann man eine Bank führen, wenn man so einen Kunden nicht vertraut. Ich verspreche dir, dass meine Bank dir von nun an immer zu Diensten steht. Bitte bleib. So. Also die haben jeder hat so einen Spruch drauf, kann ich aber zeigen. Also jetzt zum Beispiel jetzt Entschuldigung. Also zeige ich euch mal. Knuddelhoff, ich habe immer an dich geglaubt, Lollipop, weil du mein Freund bist. Ich bin schwul, Alter. Knuddelhoff ist ein Mädchen, also in dem Spiel. Auch ich habe an dir gezweifelt. Es tut mir so leid. Schwachkopf. Ja, okay. Nein, Mann. So. Von dem will ich das gar nicht wissen. So. Kaufen will ich auch nichts, aber verkaufen, oder? Meine Items. Was habe ich? Oh, Schockwelle. Okay. Ich tu mal das Wichtigste weg. Ja, okay. Oh, scheiße, ich habe gar nicht gelesen. Okay. Was möchtest du lagern? Okay. Apfel lasse ich. Was noch mal so hier? Okay. Gelbgummi lasse ich. Linkbox. Ne, kann ich aber. Ne, warte. Also, was will ich noch alles verkaufen? Egal. Bruder. Okay. Ich könnte eigentlich alles verkaufen. Okay, warte. Okay. Wieso habe ich jetzt nichts verkaufen? Na, egal. Ja, es tut mir so leid, ich hielt dich tatsächlich für schuldig. Schuldig. Nach dem Verkaufen, okay. Könnte ich jemals ein Schockwelle. Na, ich mach das später, ich lage das erstmal. Wenn er das nochmal sagt, Alter, okay. Das tue ich auch weg. Goldgummi auch. Und den Rest lasse ich. Nein.
Alter, du bist wirklich schwul. Der sagt mein Liebes. Oh, Drake und Josh läuft. Oh, wie cool. So, wir gehen mal in der Mission. So. Ja, guck mal, wie viel wir schon freigeschaltet haben. Jetzt haben wir schon zwei Seiten. Eine voll, eine fängt an. So. Wir haben jetzt Donnerberg. Wir müssen einmal ab. Nee, warte, wer war das? Fritz Blitz? Egal. So. Ach ja, ich habe euch vergessen zu erzählen. Ich musste ja. Und dann mein PC, Dings. Wie heißt. Abgestürzt ist und alles gelöscht wurde von der Festplatte, musste ich nochmal bis dahin spielen, wo ich gestoppt habe. Also das habe ich ungefähr in 2 Stunden geschafft. Und ja, in den 2 Stunden bin ich, glaube ich, habe ich mehr Attacken erlernt. Zum Beispiel jetzt ich. Ne, warte, war alles so, okay. Aber Gag Arbor bzw. Fussel hat Kugelsaat erlernt. Also ich habe, er hat das nicht erlernt, ich habe es gefunden und denen dann das erlernt, so gesagt, ja. Also jetzt hat der Kugelsaat. Was eigentlich eine praktische, nicht praktische Attacke ist. Hilfreiche Attacke ist gegen Rayquaza. Vielleicht habe ich zu viel erzählt, egal. Und wieso mache ich eigentlich, egal. Zu brutal die Attacke. Wow. Und ich habe mir überlegt, irgendwann mal ein Minecraft-RP zu machen. Irgendwann mal. Vielleicht. Okay. Also erstmal beende ich hier den Part und wir sehen uns im nächsten Mal.